Das ist immer schön. So. Pick, aber Anivia. Ah. Anivia kann so manches carryen. Ja, nicht nach dem Update. Also, die letzten Nerf, die Anivia bekommen, da war schon die Syndra-Ult, ey. Ist so geil. Er und du bist tot. Also, es sieht sehr stark für Team Rot aus. Also, denke ich, lohnt sich nicht zu fragen, was du denkst, wer gewinnt. Ich tippe auf Blau. Bist du dir da sicher? Ah, du schuldest mir jetzt einen Döner übrigens, ne? Ich? Ja, wo? Rot hat gewonnen. Wo? Hä? Wir können die auch... Oh, da wird Mitte gerumbled. Die Caitlyn wird abgeholt, aber... Okay, kein Thresher. Abgeholt. Sehr starke Plays von Darius. Mit Sicherheit gibt es da eine History von, aber die habe ich jetzt nicht hier. Sowas gibt es nicht. Das glaube ich nicht. Jupp. Oh, da geht's. Da hat Udia sich verabschiedet. Na, jetzt wo ich so sehe, denke ich auch Blau sehr stark. Ja. Okay, also offensichtlich kommen sie tatsächlich gerade so ein bisschen zurück. Ja, da ist er. Gleichzeitig zu sein, ey. Ah, Lucian kommt da nochmal weg. Oh, da steht er aber sehr gefährlich gerade. Ja, ja, da war kein gutes Positioning gewesen. Aber ist jetzt wieder safe. Ja, ja, von welcher Seite kommen sie? Ne, vor allem so gesplittet, wie sie gerade sind. Ja, Lucian steht da völlig verloren. Und ja, die Ulti... Die Ulti hat natürlich relativ gut getroffen, ja. Oh, der hat zwei Ultis wurden an ihn verschwendet. Das war natürlich ein bisschen Overkill jetzt gewesen. Ja, da kann selbst der Darius nichts mehr machen. Ne. Ja, das war auch hier wieder nicht das beste Positioning. Also, ja. Ist aber gut ausgewichen. Der Flash ging mehr in die Hose. Ja. Oh, und da Tim kommt von hinten. Wird aber nichts. Ja, und da wird er gehuckt. Und ja, goodbye. Auch die Anivia Wall hilft da nicht Anivia wirklich viel. Aber viel da wollte ich gerade sagen, der hat dann doch noch da Damage bekommen. Aber die Jenna Ult ist da, hat aber nicht wirklich viel gebracht. So, jetzt ist die Frage: Können die beiden da noch aufräumen? Nein, Anivia ist zu offensiv. Ja, wobei, Anivia ist in ihrem Ei, also sie hat es noch gerettet, aber ja, mit Darius ist es auch vorbei. Ja, Darius ist weg. Ja. Catched. Und die perfekte 3-Mann-Nerf-Ulti. Zack, das Darius erledigt. Darius Anivia, oh! 13 HP, ganz genau. Lecco mio. Der Udi versucht zu chasen, aber wird wahrscheinlich abgeholt. Ja, wenn er Glück hat, kann er... Ne. Ist eigentlich ein vertrauenswürdiger Informant, der mir diese Info gerade zugespielt hat. Zack. Da wurde der Lucian geholt. Ja, und Darius... Holt er noch jemanden mit? Ne. Keine Aufmerksamkeit. Oh! Da hat er tatsächlich noch geschafft rauszukommen, ey. Jenna ist gecatcht worden, da kommt aber ihre Ulti. Und sie überlebt es tatsächlich. Ah. Ich wollte schon sagen, schmeißt sich da keiner rein. Ob das jetzt das Game ist. Das könnte der erste Inhibitor werden. Ja, das wird der Baron und wahrscheinlich wird dann durchgepusht. Nee, tatsächlich, ist kein Scherz. 456, Platz 456 in der Welt. Glaubt man gar nicht, ne? Ist so. Ja, das ist natürlich jetzt echt ärgerlich, ne? Da ist der Lucian etwas zu offensiv reingesprungen gerade.
Oh, der Thresh und der Udyr trauen sich ein bisschen zu viel. Ja, wir sollten weggehen. Oh, aber da wurde er gecatcht. Ja, War aber es ein jetzt Bait? Darius auch und zack. Oh, das Und Jenna muss sich könnte. jetzt beeilen. Aber Ja. das schafft sie. Nicht? Ich habe kurz gedacht, es ist Malphite, Alter. Es ist schon spät. I'm sorry. Ja, der Hook ging leider daneben. Au, aber der Darius wird gefangen. Ja, da bringt die Redemption jetzt auch nicht mehr viel. Ja. Ja, Redemption ist immer so eine Sache. Redemption ist ein. Oh, da hat die Caitlyn dezimiert. Wie war das? Sehr schöner Save. ADC 2K17, lul. Ist auf jeden Fall der nächste Drache, der kommt. Ja. Darius steht im Gebüsch, aber ich weiß nicht, ob das. Ich meine, klar, Es er wird könnte jetzt so. sofort auf. Und? Okay. Das sah fast so aus, als wäre er kurz AFK gewesen. Ah, das war vielleicht eine schlechte Ja, Entscheidung. definitiv. Kannst du auch nicht mehr hochheilen. Und das ist die Jenna. Sehr schöner Hook von Thresh. Ah, schade. Deswegen können das immer in den Busch werfen. Diese Ulti, ne? Oh, aber da hat Syndra jetzt Oh, auch. Syndra ist Da draußen. kam die Syn an. Ja, aber die Q sitzen nicht so, muss man sagen, ne? Ah, schon wieder daneben. Ich sag nur Skillshot Overload. Ja, oben. Ist der Inhib for free? Die Die Minions. ersten Türme vom Nexus fallen Ja, auch. sind zwar komplett durch die Minions. Das könnte So, Lee sogar schon das Sin. Game Ja, Lee sein. Sin ist auch erledigt. Das überlebt er nicht. Ja, das ist das Game. Davon gehe ich jetzt auch raus. Anivia ist zwar noch da und Jenna, aber. Okay, was hat Malphite jetzt gemacht? War er gestunt gewesen? Oh, der Udyr? Ja, das ist das Ende. Ja, das macht er jetzt. Alle holen sich noch die Tränen. Oh, schöne Anivia Wall. Die war richtig nice jetzt gesetzt gewesen. Vielleicht hätten die Tränen doch nicht sein müssen vom blauen Team. Ja. Die Sinn steht auch nur noch rum. Es werden schon die ersten Vorwürfe für Scripting gemacht. Ja, Malphite wird aber auch nochmal abgeholt, also. Ja, also Darius besteht gerade drauf, dass Caitlyn scriptet. Man muss auch sagen, Caitlyn hat sehr viel Glück, mit den Lowlife immer wieder zu überleben. Ja, gut, aber ich sag mal, Lowlife hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Scripting zu tun, ne? Ja. Lowlife, ich sag mal, auch wenn du scriptest, kannst du jetzt nicht unbedingt dein Leben entscheiden. Ganz klar, Skillshots etc.